Bei der Verarbeitung der Rezyklate, wie sie beispielsweise bei Raucantex Eco zum Einsatz kommen, müssen wir die internen Prozessparameter in gewissem Maße anpassen. Auch die Materialfiltersysteme müssten separat installiert werden. Darüber hinaus gibt es aber keine Unterschiede zur normalen Produktion von Polypropylenkantenbändern. Ja, auf den zusätzlichen Rohstoffrezyklat haben wir uns mit zusätzlichen Silos und Materialfördersystemen vorbereitet. Es dauerte etwas, bis die richtigen Fertigungsparameter gefunden waren, aber auch das hat gut geklappt. Anschließend wurden alle Mitarbeitenden geschult und für die Verarbeitung der Rezyklate fit gemacht. Dabei haben wir auch über das Warum gesprochen. Keiner im Team zweifelt daran, dass wir hier unseren Beitrag zu Nachhaltigkeit leisten können und wollen. Die Akzeptanz und Motivation ist bei allen sehr hoch. Für die Fertigung der Kantenbänder nutzen wir ein kontinuierliches Extrusionsverfahren. Das Grundmaterial wird über geschlossene Fördersysteme automatisch an die Fertigungsstrecke zugeführt. Die Kolleginnen und Kollegen der Rohmaterialdisposition erhalten über die Aufträge immer eine aktuelle Übersicht über die benötigten Rezyklate und können mit einem entsprechenden Vorlauf planen. Die angelieferten Rezyklate werden pro Charge auf ihre Qualität geprüft und erst danach für die Produktion freigegeben. Wir haben uns auf Gruppenebene ehrgeizige Ziele gesetzt, um so viel Energie einzusparen wie nur möglich. Diese werden auch im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht festgehalten. In den Werken investieren wir auch stetig Energiesparmaßnahmen. Den Fokus legen wir auf die Einsparung von elektrischer Energie oder auch die Reduzierung des Druckluftverbrauchs. Ein Beispiel dafür ist hier die Anschaffung eines Freikühlers, der den Stromverbrauch für die herkömmliche Kälteerzeugung in den Wintermonaten erheblich reduziert. Aber auch die Beleuchtung im Werk wurde auf energiesparende LED-Leuchten umgerüstet. In regelmäßigen Abständen analysieren wir die Produktionsbereiche und decken dadurch auch kleinere Möglichkeiten zum Energiesparen auf. Denn auch darauf kommt es an. Wir denken hier an eine Smart Factory. Das bedeutet zum Beispiel, dass nicht benötigte Verbraucher teilweise automatisch gesperrt werden. Aber auch der Austausch von energieintensiven Geräten oder die Versorgung über eigene Photovoltaikanlage sind bereits in der Planung. In der Verarbeitung von polymeren Werkstoffen ist der Energieeinsatz sehr hoch. Genau aus diesem Grund setzen wir hier an.